Hallo und herzlich willkommen zur Folge 461 der Sims für 100 Baby Challenge. Unsere Kinder Lies machen sich gerade bereit, gleich in die Schule zu gehen und sie haben alle Hausaufgaben gemacht und sie haben auch alle Zusatzhausaufgaben gemacht. Nun haben wir Kinder, die noch nicht genug Fähigkeiten erreicht haben, um Einserschüler werden zu können, aber hier dieser Pfeil bewegt sich ja trotzdem mehr in den grünen Bereich, von daher ich finde das gerade, also ich bin sehr beeindruckt von mir selber, dass ich das hier mal hingekriegt habe. Also ich hoffe halt, dass Titania und Macbeth heute irgendwo in den beiden letzten Einheiten hier sind und Bombardier kann vielleicht heute älter werden, müssen wir mal schauen. Oh mein Gott, wir haben ein sehr hungriges Kind. Ein sehr, sehr hungriges Kind. Okay. Was machst du hier gerade? Blaubeerkuchen essen. Ich habe dir gar keinen Blaubeerkuchen gegeben. Ich stelle gerade mal, ich habe gestern Abend mit Molly noch Blaubeerkuchen gemacht. Ich stelle mal gerade den Blaubeerkuchen auf den Tisch, dann kann sich Cersei auf jeden Fall auch davon bedienen. Und Titania muss ja aber auch noch was essen. Kannst du mal ein Gericht nehmen? Und ein Gericht. Nee, machte, was hast du hier als Dings? Zusatzhausaufgaben beenden. Hast du die nicht beendet? Ich dachte irgendwie, du hättest die beendet. Nee, hat sie aber gemacht. Ach so. Ach, das möchte sie heute nochmal machen. Ja, das ist ja irgendwie sehr süß. Molly ist Virtuosin der Magie inzwischen. Und ist gleich auch ausgeschlafen. Ich nehme mal an, bei uns sind jetzt hier wieder super viele Solarzellen kaputt gegangen. Nee, noch nicht. Ach, ich dachte, die würden im Regen kaputt gehen. Vielleicht war das letzte Mal Zufall, dass sie gerade dann kaputt gegangen sind. Können wir die nachher... Ach, okay, hier, das ist kaputt. Können wir die eigentlich im Regen auch upgraden? Oder kriegen wir dann einen Stromschlag wegen des Regens? Das gehe ich vielleicht jetzt mal nicht ein. Was wir vielleicht mal gucken könnten, ob wir das machen könnten heute, wären noch mehr Botengänge. Weil halt wir haben es im Moment eigentlich relativ entspannt. Wir haben nur ein Kleinkind und... halt die drei Kinder können sich ja schon ganz gut um sich selbst kümmern. Halt, es war so viel stressiger, als wir zwei Kleinkinder hatten. Von daher, das läuft ja eigentlich alles so ganz cool. Okay. Du kannst dann auch nochmal zur Toilette gehen. Halt, musst du nicht unbedingt, aber wir haben ja noch Zeit. So. Okay. Und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen mit deinem Bruder plaudern oder so, bis die Schule losgeht. Genau, du kannst ihn mal nach Tag fragen. Das klingt gut. So. Ach ja, vielleicht brauchen wir aber auch nicht unbedingt so viele Upgrades hier von den Tierstellen, weil ich glaube, wir können die auch durch Magie säubern. Das heißt, irgendwie die müssen gar nicht selbst säubernd sein, sondern wir können die mit einem einfachen Zauber dann reinigen. Was ich aber schon gern hätte, wäre jeweils der Fuchsalarm, weil... ach, das klang gerade wie das wilde Hühnerbuch. ich hätte gern den Fuchsalarm, einfach weil, wenn wir ein Huhn haben und wir geben dem einen Namen und das ist mir ans Herz gewachsen und dann passiert was mit diesem Huhn, also aua. Also, ich meine, ich nehme an, wenn es in Fuchs frisst, ist es immer noch irgendwie so, halt dann hat halt der Fuchs was zu essen gehabt, das ist irgendwie noch so halt Teil der Natur irgendwie, aber halt, wenn ich es verhindern kann, hätte ich es mal lieber nicht. Dann kannst du auch noch ein bisschen Blaubeerkuchen essen, liebe Molly. Und dann schauen wir mal. Letztendlich eigentlich, wenn es nicht so regnen würde, würde ich eigentlich sagen, wir nehmen Cersei einfach mit auf Botengänge und dann kann die so in der Landschaft rumrennen, während wir irgendwelche anderen Sachen machen. Sollen wir das auch im Regen machen? Ist das irgendwie Kindesvernachlässigung, wenn das Kind die ganze Zeit im Regen rum... Ich meine, solange es nicht unterkühlt und sie das nicht komplett hasst und danach wir sie wieder trocken machen, ist es ja schon schön, im Regen zu spielen, so. Es gibt auf jeden Fall Kinderfotos von mir, wo ich irgendwie störrisch bei irgendwie wirklich Starkregen im Sandkasten spiele. Wobei ich denke, das kann dann nur eine einzige Matschgrube gewesen sein. Weil ich irgendwie so war, Mama, ich will im Sandkasten spielen. Und meine Mama so, Kind, es regnet nicht so. Ich will aber im Sandkasten spielen. Und meine Mama so, okay, mal gucken, wie lange du draußen bleibst. Und sie hat irgendwie so erwartet, ich stapfe da raus und komme dann so wieder zurück direkt. Aber nein, klein Amimi war stur. hat dann im Matsch gespielt. Ach ja, okay. Okay, dann können wir auch, wir füttern Fluffy irgendwie nur. Wir können auch mal irgendwie spielen und streicheln. Unser liebes Kuhpflanzentier. Na, so süß. Okay.
Ah, du bist gar nicht satt geworden, Schatzilein. Dann, wir haben noch was anderes gekocht. Ich weiß nicht mehr was, aber wir hatten ein Frühstücksessen gekocht und noch irgendwas anderes. Vielleicht kann Cersei ja davon was essen. Lasst mich hier mal schauen. Was hatte ich denn gemacht? Ach ja. Hier Veggie Yakisoba. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Dann kannst du vielleicht davon noch ein Gericht nehmen. Und ich packe hier den Teller mal weg. Und dann könnten wir, ich meine, baden, denke ich, müssen wir dich nachher ohnehin, wenn wir wieder zurückkommen. Von daher weiß ich gar nicht. Das ist ein Zuckerschock. Oh. Ah, es gewittert. Ja, wenn es gewittert, nehmen wir das Kind vielleicht nicht mit. Das ist dann zu heikel. Halt nur im Regen fände ich, glaube ich, noch okay. Aber Gewitter weiß ich nicht. Es ist voll komisch. Wir können bei den Riesenfrüchten nur selber jäten und so. Aber bei den anderen Pflanzen haben wir diesen Zauber. Irgendwie Pflanzenschutz oder so. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt hier anwenden können. Nee, gerade nicht, weil die Pflanze nichts braucht. Aber da geht das dann irgendwie anders. Okay. Jedenfalls wollen wir vielleicht mal runter nach Henford fahren und einfach mal gucken, was für Optionen wir denn haben, wenn es um Boten in Gänge geht. Weil halt, sobald wir das nächste Baby haben, wird das schon wieder stressiger. Ich meine, wir könnten auch in den Wald fahren und da fragen. Ja. Warum eigentlich nicht? Gehen wir nochmal zu Michael oder Michael, je nachdem. Und fragen den mal, ob er irgendwas zu tun hat für uns. Ich meine, wir müssen ja auch nicht den Botengang heute fertig haben, aber einfach, dass wir schon mal so eine Idee haben, was wir in nächster Zeit dafür machen könnten, das wäre vielleicht ganz gut. So, wir sind hier. Bei Gewitter soll man, glaube ich, keinen Regenschirm aufspannen, ne? Weil das irgendwie sonst auch so der Blitz da drauf einschlagen kann. Ich bin bei Gewitter auch irgendwie tendenziell eher vorsichtiger, merke ich so. Also ich bin da schneller dabei, irgendwie zu sagen, nee, dann gehe ich lieber heim als andere Leute. allerdings ist auch der Opa meiner besten Freundin schon mal vom Blitz getroffen worden. Der war, ich habe das Gefühl, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber der war irgendwie, ich glaube, auf einem Mähdrescher oder so, auf dem Feld. Und da ist man natürlich dann sehr weit erhöht. Ich suche hier gerade, bin ich denn hier überhaupt? Ich suche gerade das Haus vom Kreaturenhüter. Das müsste hier irgendwo sein. Hier. Und ja, wurde da, hat es aber überlebt. Aber ja, das möchte man irgendwie nicht für sich. Ach stimmt, wir hatten den ja gebeten, einfach Freunde zu sein. Das war ein guter Plan, das finde ich gut. Können wir den jetzt mal hier fragen? Hier, das ist so schön gestaltet. Das ist so hübsch. Ach ja. Ich beneide ihn irgendwie voll dafür, dass er hier in diesem kleinen, dieser süßen Hütte hier wohnt und sich vor allem hier um die Tiere kümmern kann und das so sein Job ist. Irgendwie, das würde ich auch noch machen. Wisst ihr, wie ich meine? Halt, man kann sich Schlechteres vorstellen. Ach ja. Und er fühlt sich unwohl. Ja, gut. Zum Glück kann mit schwangeren Sims nicht so viel Schlimmes passieren im Spiel. Weil das halt irgendwie zu düster wäre für das Spiel, wenn halt mit dem ungeborenen Kind was passieren würde. Von daher sind wir eigentlich ziemlich sicher, solange wir schwanger sind, glaube ich. Also sicherer mal, als wenn wir nicht schwanger wären. So, du läufst jetzt hier durch. Nachher würde ich dich, glaube ich, einfach dahin, wo du hingehen musst, teleportieren lassen. Das ist ja irgendwie ein sehr langer Weg. Musst du nicht über hier die Brücke? Ach nee, musst du nicht. Du kommst von wo ganz anders her. Ach ja, ich habe irgendwie gerade nicht so die beste Orientierung hier, was wo ist. Merkt man vielleicht. Okay. Du bist nass. Dein Regenschirm ist kaputt. Und es ist Gewitter. Ja, halt, wie gesagt, Regenschirm ist ohnehin nicht so gut fürs Gewitter. Wenn du den besten Angelplatz in der Gegend von Henford suchst, solltest du in Old New Henford, das ist da bei uns, den Teich am Fuße des alten Mühlenhügels besuchen. Ich kannte mal einen Sim, der behauptet, dort einen Seewolf gefangen. So, oh. Ich meine, eigentlich sind wir nicht so die Angler. Ich bin ja auch irgendwie mehr, wisst ihr, so halt. Ich bin irgendwie, Fische kann man auch im Wasser lassen in den meisten Fällen. deswegen weiß ich nicht, ob wir das machen werden. Weiß ich noch nicht. Hilfe bei Botengängen anbieten. Oh ja. Wir kommen gerade ins dritte Trimester, kann das sein? Nein, erst in 10 Stunden. Okay, das war weit weg.
Oh, hier fliegen überall Bienen. Aber ich glaube, während Regen fliegen Bienen doch nicht, oder? Ich meine, die würden dann doch voll. Also, ich meine, so ein Wassertropfen ist ja teilweise so halt riesig im Vergleich zu einer Biene. Ach, da können wir keine Hilfe bei Botengängen anbieten. Hallo? Mach das mal nochmal, bitte. Ich will eine Mission. Gib mir eine Mission. Oder zumindest eine kleine Quest, wenn es schon keine große, bedeutsame Mission sein kann. Ah, okay. Die Pilze. Da bin ich ja mal. Stell mal vor, wir würden dieses Pilzmus essen, während wir schwanger sind. Was für ein Kind würde dabei wohl rauskommen am Ende? Belohnung: Eine Auswahl von Erzeugnissen, Blumen, Pilzen, Dünger und Kleidungsstücke für Tiere. Eine Auswahl an Zutaten, Dünger und wenn du Glück hast, eine frisch bereitete Speise. Belohnung: Auswahl an Obst, etwas Wolle und Kleidungsstücke für ein Tier. Wir wollen aber eigentlich ja Ersatzteile. Dann würde ich mal sagen, aber ich glaube, man kann drei Botengänge insgesamt haben. Zutaten klingt gut, das können wir wahrscheinlich schnell machen. Eine Portion Auberginen mit Parmesan und Kürbis-Milchbrötchen zum Kreaturenhüter bringen. Ja, das ist ja irgendwie einfach genug eigentlich. Wir können mal in die Stadt fahren, weil ich glaube, da kann man den Krams auch kaufen zur Not. Und da könnten wir neue Botengänge auch bekommen. Vielleicht. Ja, fahren wir mal dahin und schauen wir mal. So, und wer ist da? Theodor, unser Stalker. Der freut sich auch voll, uns zu sehen. Und ich denke mir nur so, nein. Genau. Aubergine mit Parmesan können wir ganz sicher hier bestellen. Und vielleicht auch Kürbismilchbrötchen. Wobei das klingt entsetzlich. Ist Milchbrötchen nicht eigentlich so eine Süßspeise? Nein? Aubergine mit Parmesan. Warte, und was war das andere? Wirklich Kürbismilchbrötchen? Eine Mahlzeit auch mit leckerem Kürbismilch abrunden. Kürbismilchbrötchen. Ich meine, ich nehme an, Kürbis kann man auch halt süßer gestalten. Also zum Beispiel so, ich glaube, ach, hier kann man tatsächlich bestellen. Also ich nehme an, so, warte, ist das nicht? Das nehmen wir mit. Ich nehme an, so Pumpkin Spice Getränke und so weiter. Da ist ja auch Kürbis mit verkocht, glaube ich. Also in erster Linie geht es um die Gewürze, mit denen man auch Pumpkin Pie machen würde. Also so Zimt, Ingwer, Nelken, irgendwie diese Sachen. Aber ich glaube, man kann auch Kürbis drin verkochen. Und da ist es ja eher süß, ne? Aber halt Kürbis, ich weiß nicht. Halt für mich ist irgendwie so, halt Zucker auf Gemüse ist irgendwie immer schon eher verdächtig. Halt, was soll das denn? Wobei ich auch immer offen bin, neue Sachen zu essen. Also so, da bin ich eigentlich so. Essen ist tendenziell erstmal immer gut. Okay. Vielleicht haben wir ja hier noch mehr Botengänger, die vielleicht ja auch mehr mit Sachen dann zu tun haben. Ich bin wirklich am Überlegen, Theodor ernsthaft zu verfluchen, weil er mir so auf die Nerven geht und das ist mir auch so gar nicht geheuer, dass der da ständig auftaucht. Ja, jetzt schrei doch nicht so, wir stehen genau vor dir. Okay. Haben wir gerade gefragt, wer ein Techtelmechtel mit wem hatte hier? Vor langer Zeit unterhielten alte Druiden einen Tempel auf der Isle of Volp, keine Ahnung, das ist da, wo wir eben waren, im Wald, im Brumblewood. Sie pflegten eine enge Verbindung zu den Füchsen dort. Das haben zumindest die Ältesten im Dorf erzählt. Das klingt cool. Okay. Dann könnten wir mal Botengängen darüber reden, ob wir da irgendwie helfen können. Okay. Du bist total nass, Molly. Kannst du mal aufhören, da ständig mit diesem Schirm rumzufuchteln? Das ist ja schrecklich. Oh, und hier ist Derek. Ich finde das voll schön, dass hier immer Leute sitzen und sticken. Nein, jetzt habe ich es weggeklickt. Es ist ja manchmal schon alles nicht so einfach, ne? Ach Mann.
Ja, hör auf zu schreien. Ach, haben wir wieder nach Gerüchten gefragt, statt nach anderen Sachen. Ich wollte eigentlich nach Botengängen fragen, meine Güte. Wenn du deine Nahrungsmittel lange Zeit frisch halten möchtest und einen Herd besitzt, mache sie ein. Sowas würde ich irgendwie auch gerne lernen, so wie man Sachen selber einkocht, weil, haben wir hier irgendwas, was wir mit Dingens machen können? Okay, ich erzähle erstmal zu Ende. Weil das ist halt eigentlich so voll der gute Skill. Weil ich glaube halt auch so, halt einmal könnte man dann die Gläser, in denen man Sachen einmacht, immer wieder verwenden, statt halt Dosen zu haben, die man wegwerfen muss. Aber auch, halt, da hat man mehr Kontrolle darüber, was da drin ist. Weil ich glaube irgendwie so, und ich glaube, das Aluminium bei Dosen ist irgendwie nicht so hypergesund, wenn man das ständig isst. Vielleicht ist das auch Quatsch, weiß ich nicht, habe ich aber mal gehört. Wir haben Sachen zu essen und hier haben wir Tuning-Teil. Yes. Ich muss die Regale der Grünfutterstands. Müsste es nicht heißen Grünfutterstände, aber okay. Auffüllen, habe gehört, dass du eine gute Verbindung zu den Tieren hast. Würdest du sie für mich besorgen? Ich weiß gar nicht, was wir da genau besorgen müssen, aber wir gucken mal. Ach hier, 2 Bündel beige Wolle zum Lebensmittelstand bringen. Hatten wir das nicht schon mal? Okay, dann gehen wir hier mal zu Agnes. Und kaufen mal beige Wolle, wenn sie das hat. Und bringen es dann zurück. Die klingt schon so knatschig hier, wenn die ruft. Ach ja. Ich nehme mal an, irgendwie so, dass wir so halt 100 Kinder bekommen von 100 Leuten. Ich weiß ja nicht, aber ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass Agnes nicht der größte Fan davon wäre. Einfach so von, wie sie sich verhält, weiß ich ja nicht. Okay. Können wir das jetzt hier? Nein, was war nochmal nach Dingens fragen, ne? Ich möchte eigentlich die Wolle abgeben. Kann ich das denn machen? Hier, beige Wolle abliefern. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, das haben wir schon mal gemacht. Vielleicht fragen wir als nächstes mal Agnes nach einer Mission. Bitte. Ist eine schöne Box. Mir gefällt an ihrem Outfit irgendwie, dass sie dazu rote Ballerinas anhat. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich finde es irgendwie großartig. Yay! Okay, haben wir jetzt ein Tuning-Teil bekommen? Das möchte ich jetzt sehen. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wir haben auf jeden Fall wieder einen Coupon bekommen. Den können wir auch gerne wieder ein. Ah, ich guck, wir haben jetzt insgesamt 3. Yes! Das ist mega gut. Okay, können wir jetzt hier nochmal Agnes anhauen? So nach dem Motto, wenn wir was für dich tun wollten. Was müssten wir tun? Wir können uns mal freundlich vorstellen. Ganz ehrlich, es wäre doch voll gut, wenn wir so auf der guten Seite von Agnes landen würden. Und obwohl sie so alle hasst, würde sie uns mögen. Das wäre so voll schmeichelhaft. Und dann würde sie vielleicht eigentlich so voll nicht mögen, wenn Leute so halt super kokett sind und irgendwie ständig irgendjemanden abschleppen. Aber halt, wir wären dann so die Ausnahme. Wisst ihr, ich finde irgendwie so von Leuten gemocht werden, die sonst niemanden mögen. Wir sind jetzt schon gute Freunde, ach krass. Ist irgendwie nochmal so eine besondere Auszeichnung, weswegen ich glaube, man sich so unglaublich geschmeichelt fühlt, wenn Katzen einen mögen. Weil Katzen sonst manchmal so sehr irgendwie abschätzig sein können. So zumindest unser Kater. Der hasst jeden, außer meinen Bruder und mich manchmal. Okay, können wir jetzt hier mal nach Botengängen fragen. Genau. Okay. Riesenfruchtsamen Dünger, Pilzen und Pflanzen. Spezialdünger, Kreuzstichmuster. Wie bitte? Wer bist du? Was willst du von mir? Oh, du willst helfen? Mal sehen. Ich brauche einen Kürbis und im Pub wimmelt es nur so von Sims in ekligen Flirtlaune. Beweise mir, dass du etwas vom Gemüseanbau und Ausschimpfen von Leuten verstehst. Dann habe ich vielleicht weitere Aufgaben für dich. Ah, krass. Wie klappt es mit deinem Garten? Du hast doch einen Garten, oder? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Pflanzen. Es ist also abgemacht. Du willst mir helfen. Ich meine, wir haben einen Kürbis angebaut. Wir können das mal nehmen und einfach noch weiter an dem machen.
Wir müssen den Kürbis erst pflanzen. Und wir müssen Lebensmittelhändler ausschimpfen. Und wir müssen Milch kaufen. Oh, ich dachte, wir müssen nur einen Kürbis holen und halt irgendwie, man muss ja mit den Riesenpflanzen sprechen, bis es ihnen gut geht. Ich dachte, vielleicht müssen wir mit dem schimpfen. Ich dachte, wir müssen mit dem Kürbis schimpfen, statt mit dem Lebensmittelhändler. Das machen wir dann mal heute nicht. Ich weiß nicht, ob wir das machen. Ich will nicht mit Leuten schimpfen. Nur weil Agnes irgendwie bitter und irgendwie da anstrengend ist und so halt. Halt, ich möchte gern mit ihr befreundet sein, aber halt so, dass ich jetzt die nette Frau da anschimpfe irgendwie. Dann irgendwie auch wieder nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Halt, es könnte schon lustig sein, aber ich weiß nicht. Ich denke ja irgendwie im Moment noch eher nein. Könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das sehen möchtet. Oh, wir haben ein Gefühl für von Agnes bekommen. Oh. Wo bin ich hier überhaupt? Warte, wo ist die Insel? Weil ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Genau. Nein, muss ich gar nicht. Ich muss hier rüber. Oder? Ja, hier. Okay. Ist er noch hier? Ja, da steht er rum. Okay. Ich bin jetzt mal ganz clever. Und statt da irgendwie da rum zu taumeln, gehen wir jetzt einfach mal direkt hier, statt durch den Regen da irgendwie durchzutapsen und nicht zu sehen, was wir tun, teleportieren wir uns jetzt mal hier hin. Wisst ihr was? Wir hätten auch einfach so sagen können, Michael, jetzt sei nicht so krass wählerisch und einfach eine große Köstlichkeit auf den Boden zaubern können. Oh, Bombardier des Einserschüler. Okay, wir laden jetzt hier gerade das Essen bei ihm ab. Und dann fahren wir nach Hause und dann kann Bombardier älter werden. Also jetzt hier die letzten beiden Folgen, ne? Also da waren wir so produktiv. So produktiv. Bin richtig begeistert. Oh, lecker, das sieht köstlich aus. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung. Du wirst die Sachen brauchen können, wenn du deine nächste Mahlzeit zubereitest. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mir ein paar leckere Sachen reinhauen. Okay, was haben wir denn bekommen? Wir haben Milch bekommen. Das ist super, weil wir die könnten wir schon mal Agnes geben. Was haben wir denn zu essen bekommen? Haben wir was zu essen bekommen? Was ist das denn? Nee, das ist irgendwas anderes. Das sind Zutaten. Das könnte irgendwie Fleisch sein oder sowas, ne? Oder irgendwas Eingepacktes. Ich glaube, wir haben gar nichts zu essen bekommen. Das war nur so viel leicht. Aber wir haben Sachen bekommen, mit denen man Essen machen kann. Okay, dann fahren wir mal nach Hause und lassen einen gewissen Bombardier Buchholz, das ist auch ein toller Name, ne? So in Kombination, Bombardier Buchholz, mal ein paar Kerzen auf einem gewissen Zombie-Kuchen auspusten. Und ja, da schauen wir mal. So, wir sind hier. Okay, alle haben Angst vorm Gewitter. Wie sind denn eure Bedürfnisse? Eigentlich, okay. Komm du auch mal rein. Du musst, genau, du gehst mal hier rein, weil du musst da ja auch nicht draußen rumlaufen. Du hast gar keinen Spaß, aber du kannst jetzt mal älter werden. Und vielleicht hast du da auch keinen Spaß, das weiß ich noch nicht, aber immerhin bist du dann älter. Ach ja, können wir mal gucken, was wir machen mit dir. Kannst du mal hier. Genau. Platzieren wir mal dahin. Hoffen wir mal, jetzt kommen alle rein. Okay. Was ist das hier für ein Moodlet? Saubere Luft. Wegen grünem ökologischen Fußabdruck. Das ist ja cool. Gute Freundschaft geschlossen mit Agnes. Haha. Okay. Frage ist jetzt, wenn wir uns selber sauber zaubern, sind wir dann trocken? Das wäre ja gut, ne? Probieren wir einfach mal. Okay. So, Bombardier. Jetzt kannst du mal Kerzen auspusten. Ich check gerade noch mal, du bist doch Einser-Schüler. Ja, bist du. Fantastisch. Was wollen wir denn? Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Was wollen wir denn hier mit dir mal lernen? Wir könnten Verantwortung lernen. Ich meine, Verantwortung ist so ein bisschen so die faule Option, ne? Das lernen die sehr schnell. Aber ich finde, zu Bombardier passt es auch, weil er ja viel Verantwortung übernimmt als Tom Bombardier für die ganzen
Lebewesen, die da irgendwie unter seinem Schutz sind. Und du könntest dann mal hier aufwischen, Molly. Oder sauber zaubern von mir aus. Und er wird älter. Er ist ein Katzenliebhaber und Kind der Inseln. Spannend. Ich bin dafür, wir suchen den Lebenswunsch immer so aus, dass er zu den Bestreben passt. Weil ich meine, den Lebenswunsch kann man ja auch so oder so nochmal ändern. Das gibt uns ja nicht so viel Vorteil oder Nachteil. Vielleicht möchte Bombardier, dass sein Vater so der Wildhüter vom Wald ist. Vielleicht möchte er der Wildhüter der Inseln werden. Und ich glaube, wir haben ja irgendwie ein Strandleben-Ding. Ich glaube, das ist der einzige Lebenswunsch, den wir hatten mit Inselleben. Vielleicht möchte er so ein bisschen wie Leo und Sydney im Inselleben-Let's Play die Nachbarschaft Mua Pelam irgendwie. Ist es Mua Pelam oder Mua Palem? Ich weiß, eins davon habe ich immer gesagt und das andere war richtig, aber ich weiß nicht mehr, was war. Vielleicht möchte er das später machen mit seinem Leben. Kann noch sein. Oh, Bombadil. Ist das ein Hut oder ist das dein Haar? Das ist sein Haar. Ich weiß, wie er ein Umstyling bekommt. Also, nichts für ungut. Aber ich glaube, wir können dir Dinge anziehen, die vorteilhafter sind. Weil an sich, guck mal, wie muskulös er aussieht. So. Okay. Bombadil, ich finde, er sieht vor allem viel älter aus als ein Teenager. Ich finde, er sieht aus, als wäre er irgendwie so, keine Ahnung, halb in der Midlife-Crisis. Da gucken wir noch nach. Okay, aber jedenfalls, ich habe jetzt gerade 4 Folgen am Stück aufgenommen. Das heißt, ich habe jetzt sehr wenig Feedback von euch zwischendrin bekommen, einfach weil ich so schnell wieder weiter aufgenommen habe. Aber sagt mir gerne jetzt nach dieser Folge, weil ich, bis ich die nächste Folge aufnehme, wieder sozusagen auf dem aktuellen Stand bin von dem, was ihr mir geschrieben habt. Sagt mir gerne, was ihr in nächster Zeit so machen möchtet, was ihr sehen wollt, irgendwie was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet von dem, was wir bisher gemacht haben. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!